Hallo meine Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Minecraft Refined. Ihr seht schon, es gab hier, nein, seht ihr nicht. Jetzt wisst ihr es aber, jetzt seht ihr es auch. Ich bin alleine, ja. Konstantin ist heute mal nicht dabei und ich habe dem Typen meine Metok gegeben. Letztes Mal, das war natürlich sehr schlau. Naja, eigentlich war geplant, dass er heute dabei ist. Natürlich wieder wie immer, eigentlich war auch geplant, dass ich heute streame. Hat aber nicht hingehauen, weil mein Laptop irgendwie nur so halb funktioniert. Also heißt, ich kann den Server drüber laufen lassen. Mehr aber auch nicht. Im Hintergrund sehe ich hier schon mal das Zeug durch. Und natürlich hat auch keiner nachgelegt. Also sehr schlau von uns. Aber ja. Es kann sein, dass Konstantin hinzukommt zur Aufnahme. Ich habe ihm geschrieben per Discord. Nebenbei Discord. Könnt ihr beitreten, wenn ihr wollt. Link in der Beschreibung. Genug Eigenwerbung. Ja genau, also kannst du, dass er noch beitritt. Ich sollte dann mir vielleicht Discord jetzt hier auch mal in den Vordergrund holen. Aber gut. Ja, deshalb, es kann auch sein, dass es heute ein bisschen leckt. Es kann so vieles sein. Es liegt einfach daran, weil mein Laptop nicht so richtig funktioniert. Also er funktioniert, aber der, also ich habe auf meinem Laptop verschiedene Partitionen und nur eine hat diesen Streaming-Server drauf, über den ich normalerweise streame. Deshalb heute wäre eigentlich auch der Zeitpunkt zum Streamen. Aber ich kann es nicht. Ich kann es leider nicht, weil eben diese Partition, aus welchem Grund auch immer, nicht mehr starten will. So, deshalb nehme ich jetzt heute hier so ein bisschen alleine auf. Konstantin hat irgendwie keine Zeit gehabt, zumindest als ich ihn vorher angeschrieben hatte. Aber gut. Und das dauert jetzt noch ein bisschen, bis es kompostiert ist. Naja, egal. Wir können ja jetzt hier schon mal ein bisschen, wir können jetzt hier natürlich schon mal so ein bisschen, Dirt im Hintergrund machen, den durchsieben. Denn es hat sich nichts getan seit der letzten Folge. Und, ja. So. Ich siebe jetzt hier mal ein bisschen durch und schaue, ob ich... Wobei... Ich schaue mal nach, ob hier irgendwo in der Toolstation... Ach, da ist die... Ob hier noch Flint drin ist. Oder hier zwei Flint. Moment, wenn ich mir jetzt eine zweite Metok machen würde, muss ich hier. Dann kostet das ein Axe-Head und ein Shovel-Head, die ich aus Flint machen muss. Hoffentlich passt das. Ja. Das hat genau gepasst. So, weil die Tool Rod kann ich nämlich ganz normal hier aus Holz machen. Okay, nur scheinbar nicht aus, oh gut. So, aus Rohholz, sondern, ja, nur aus Holzplanken oder minderwertig. Und, Konstantin hat das Ganze hier, glaube ich, sortiert heißt das Wort. So. Mittag. Und, ja. Wir werden jetzt hier erstmal ein bisschen Holz fällen, danach die Erde durchziehen. Warum ich das mache? Keine Ahnung, kein Plan. Wahrscheinlich, um an den Äpfel zu kommen. So, hab ich noch? Nee. Also, was ist das? Auch wenn hier Ding drauf ist, dieser Tree Growing Simulator. Oder was weiß ich. Aber gut. Also weiter durchsieben. Ich weiß, es ist am Anfang langweilig, aber naja, es ist der Anfang und der muss ja schließlich auch gemacht werden. Und so bekommen wir immerhin auch ein paar Samen raus. Und warte, wenn ich jetzt hier schneller klicke. Ist wahrscheinlich für euch nicht so angenehm. Naja. Wer weiß, vielleicht werde ich den Teil später auch Nachbereitung übersprungen haben, wenn er zu langweilig ist. Aber ich glaube, das ja, kriegen wir schon hin. Und ich, Vollidiot, habe natürlich die Blätter nicht nachgegossen. Ich bin ein Spezialist. Toll. Wunderbar.
Sehr gut gemacht. Naja, aber was kann ich ja jetzt machen? So, danach muss ich den Cobblestone mit dem Hammer ja klein machen und zu diesen Ärzten durchsieben. Und wieso erzähle ich das überhaupt? Die meisten wissen so oder so, die meisten, die schauen. Die meisten nicht. Alle. Aber man weiß ja nicht, wer eventuell später mal zuschaut. Hallo. Ja, hier. So, jetzt können wir hier aussehen. Stones, Cobblestone. Machen jetzt aber schon 13 Cobblestone. Passt ja perfekt. Und was soll das hier werden? Jetzt. Pumpkin. Wow. Klein Konstantin hat nicht bedacht, dass da auch anderes Zeug bei rauskommen kann. Aber ich glaube, ich hole mir jetzt doch als erstes nochmal. Die war hier vorne drin. Genau, eine Compressed Crook und eine normale Crook, weil wieso kompressen? Und gehe mal durch die Blätter. Einfach damit ich ein paar kleine Äpfel bekomme. Und ja, ich habe absichtlich Äpfel gesagt. Also im Singular. Ein paar kleine Äpfel. Und irgendwie, ja. So, denn, jetzt habe ich keine mehr bekommen. Ist auch nicht so gut. Aber gut. So, der nächste Schritt wird sein, Lava zu bekommen. Und dafür brauchen wir einen Unfired Crucible. Da die letzte Aufnahme schon ein bisschen her ist, weiß ich nicht, wie viel wir da schon geschafft haben, aber ich glaube, den Crucible haben wir nicht. Ne. Hier liegt auch nichts drin. Hier ist auch dort. Aber hier haben wir noch nichts. So, jetzt müssen wir nachschauen. Crucible. Das ist der hier. Ja gut, wir machen das im Unfire Crucible. Dafür brauchen wir das. Dafür brauchen wir Bone Meal und Clay. Gut, Clay haben wir, aber wie bekommen wir Bone Meal? Das durch sie. Okay, wir müssen also erstmal noch ein bisschen Cobblestone sieben und den dann durch. Erde durchsieben, um Steine zu bekommen. Oh, Entschuldigung. Um Cobblestone durchzusieben. Klein zu hämmern, zu Sand, um den dann weiter zu Dust klein zu hämmern. Ja. Und ich mache mir mal OBS noch hier so ein bisschen auf. Dass ich noch sehen kann, ob die Aufnahme läuft und wie lange sie lief. Aber es passt soweit alles, soweit ich das jetzt hier gerade sehe. Und wieso funktioniert Inventory Tweaks mal nicht? Mal wieder nicht. Und wieso hängt das jetzt hier gerade so? Naja. Oh Mann, ich bin blöd. Ja, jetzt funktioniert es. Jetzt, wo ich es nicht mehr brauche. Ja, tue mich an. Also wenn es jetzt hier ein bisschen leckt, dann sage ich nur, es liegt wahrscheinlich an der Aufnahme. Weil damit irgendwas nicht so genau passt. Aber gut. Ich werde das jetzt vielleicht auch wieder überspringen. Mal schauen. Aber ich glaube schon. Ja, sowas hier werde ich überspringen oder zumindest Zeit drauf verbringen. So, letzte Erde und durchgesiebt. Wir haben ein bisschen mehr als ein Stack Stone rausbekommen. Ja. Ja doch, Stone. Und aus dem Stone machen wir Cobblestone, um daraus eventuell wieder Stone zu brennen. Logik for the win. Aber gut. Als nächstes machen wir uns mal einen Hammer. Und machen hieraus Dust. Und ich glaube, ich sammle mal überall den Clay zusammen. Der hier rumgammelt. Und man sieht, es kommt scheinbar hier sehr viel Baumehl raus.
Und gut, wahrscheinlich hat Konstantin das alles, aber ich werde hier schon mal so ein bisschen weitermachen. Auch ohne ihn und naja. Das heißt, ich muss auch. Ja, da wären noch Sticks gewesen. Ich muss auch mal ein bisschen was ohne ihn machen. Auch wenn es schade ist. Aber ich denke mal. Oh, ich hoffe mal, er wird mir es verzeihen können. Aber naja. Wenn nicht, werde ich es, denke ich, auch überleben. So, und jetzt Hammer. Uh. 37 Gravel. Den müssen wir jetzt nochmal klein hämmern. Zu Sand und den dann zu Dust. Stimmt, da war noch was dazwischen, zwischen Cobblestone und Sand. So. Und Bats. Hat auch wieder fast geklappt. Und das ist jetzt. Ich muss aufpassen, dass ich nicht aus Versehen auf die Barrels rechtsklick mache. Ja, wobei ihr. Ne, halt, stopp. Ist ja das, mit dem ich es machen müsste, damit etwas passiert. Ja. Da brauchen wir 7. Ich habe aktuell 5. Ich habe aktuell 2. Ich brauche noch 5. Ich mache das zum Schluss, weil ich nicht weiß, ob ich das heute schaffe. Wobei, ja, ich nehme halt einfach so lange auf, bis ich, ja, komm. Bis ich den Crucible habe, dann, habe ich mir wenigstens ein Ziel gesetzt. So, jetzt haben wir hier schon 10 Clay drin. Brauchen wir nur noch 7 Bone Meal. Und für 7 Bone Meal muss ich das. 7. Verdammt. Langweilig. Also nicht nur das 7, sondern auch der Witz. Versteht ihr Wortwitz wegen 7 und 7? Naja. Timelapse. So, und da haben wir auch diese Ladung Dust geschafft. So, die werde ich aber jetzt erstmal. Oh, wir haben 8 Bäume rausbekommen. Das ist relativ ergiebig gewesen. Das heißt, wir können uns theoretisch jetzt den Crucible machen. Um das restliche Zeug werde ich mich später kümmern. So. Ich muss ganz kurz jetzt hier. So. Das war, glaube ich. Nein, was? Ah, doch, hier. Hat einen Sinn. Naja, scheißegal. Also. So, jetzt haben wir genau 7 von diesem Clay und haben. Den restlichen Clay durch einfach mal hier reinkommen. Bauen wir da rein. Und Bats, wir haben gleich einen Crucible. Die Sache ist nur die, ich. Ach hier. Bam. Okay, vielleicht sollte ich mir mein heutiges Ziel höher stecken. Aber. Oh, was ich noch machen könnte jetzt, wäre vielleicht hier die Erze zusammen zu craften. Und, hallo? Und danach. Daraus kann ich was machen. Und daraus und daraus. Und daraus und daraus nicht. Auf jeden Fall. Und danach werde ich eine Plattform aus Cobblestone bauen müssen. Oh, da war noch was. Auf dem ich dann den Lava Generator. Auf der ich dann den Lava Generator aufbauen kann. Problem bei der Sache nämlich, der Ding fackelt uns sonst ab. Und weil ich sowieso Cobblestone brauche, ist hier wieder. 7, 7, 7. Oh, was hast du gekriegt? Wahrscheinlich wieder eine wunderbare Timelapse. Also ich hoffe zumindest, dass ich es voll gemacht habe. Aber noch nicht jetzt, denn jetzt werden wir erstmal hier gemeinsam die Oak Barrels nachfüllen. Ah, doch, er ist kompostiert.
aber ich fange die Timelapse jetzt schon an. Weil ich glaube ich noch da was schalten muss. Weiß ich denn, Timelapse. So, da habe ich jetzt auch ein paar weitere Dirt durchgesiebt und habe, ihr habt gesehen, ich habe schon was nachgefüllt und wir haben jetzt 26 Cobblestone. Das heißt, wenn wir jetzt hier den Cobblestone Solid. Okay, ich packe einfach mal. Vier Cobblestones. Packen wir mal einen fünften zur Sicherheit rein. Und den Rest verkraften wir mal in Slabs. Denn, wie gesagt, ich muss hier hinten was dran fügen. Könnte ich die rein theoretisch auch wieder zurück? Okay. Könnte ich nicht. Aber. Tja. Ist halt nun mal so. So, ich werde mich jetzt hier einen Cobblestone Generator hinbauen. Und zwar nach einem relativ bewährten System. Aber natürlich. Erst in einem gewissen Abstand. Meine Güte. Denn wir brauchen Cobblestone, das ist klar. So, und ich muss gerade nochmal überlegen. Wie viel habe ich denn hier? 1, 2, 3, 7. Minus 2 sind 5. Okay. Das heißt folgendes. Wenn hier die Lava hinkommt, das heißt, hier kommt die Lava hin, der Schönheit halber, also hier hin, der Schönheit halber fließt die hier und trifft hier aufs Wasser, das Wasser fließt hier dann nach unten und sitzt hier drauf. Das müsste theoretisch funktionieren. Und ich glaube, bevor ich jetzt irgendwas weiteres mache, baue ich hier erstmal die Einfassung, um sicher zu gehen, dass es reicht. Aber ich glaube, da werde ich mich verkalkuliert haben. Denn für die Lava reicht es, aber nicht für das Wasser. Das ist aber, glaube ich, auch nicht schlimm, weil das Wasser von alleine. Mann, da war das lange. Weil das Wasser von alleine dann da runterläuft. Und außerdem werde ich jetzt hier einfach mal noch eine Ladung Dirt durchsiebern. Durchsieben. Und. So. Oh, ich habe noch einen Apfel da. Werde ich mir mal in die Hotbar ziehen. Aber diesmal werde ich keine Timelapse machen, weil es sind nur ganz wenig Erde. Und ich glaube, ich sollte Butterfly Click lassen. Das laut und so nervt euch bloß. Deshalb werden wir es hier einfach durchmachen. Ich meine, so viel länger dauert es jetzt auch nicht, wenn ich so mache. Und außerdem, ja, wieso nicht? Ist mal was anderes. Und ich weiß auch gar nicht, wie viele Folgen oder sowas ich heute aufnehmen möchte oder aufnehmen werde, weil mein Ziel, das ich mir gesetzt habe, gesetzt hatte am Anfang, habe ich ja eigentlich erreicht. Was habe ich eigentlich erreicht? Und ich bräuchte jetzt ein neues Ziel, aber ich weiß nicht, welches ich nehmen soll. Ich meine, was ich auf jeden Fall noch erreichen muss, oder was wir erreichen müssen demnächst, ist ein Igneous Extruder. Das ist ein Cobblestone Generator, der von. Der von alleine craftet. Wir brauchen dafür einen Piston, dafür brauchen wir Holz. Cobblestone. Ein Eisen und Redstone. Ein Eisen, ein Redstone. Glas. Copper Gear.
brauchen wir, also wir brauchen jetzt schon 3 Eisen und 8 Copper. 5 Eisen, 2 Redstone, 8 Copper. Neun, 10 Eisen, 4 Tin, 8 Copper, 2 Redstone. Ist so insgesamt das Komplizierteste an dem gesamten Zeug. Okay. Und was haben wir aktuell? Nicht so viel.